Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 42. Ich habe in der Zeit rausgefunden, wo dieser Schrein war. Also erstmal waren wir hier auf der Rückseite von diesem Berg, wo wir noch waren. Ich habe rausgefunden, wenn man dann hier irgendwo runter springt, sieht man so eine brüchige Felswand. Da. Die könnten wir mal mit einem Bombenpfeil penetrieren. Oder mit zweien. Dann haben wir hier den Schrein. Kenichika-Schrein. Hoffentlich ist das kein Geschenk da. Bitte lass mich hier irgendwas tun. Wahrscheinlich war das Finden dieses Schreins schon wieder Aufgabe genug. Aber so schlimm war es nicht. Es hat mich vielleicht 2 Minuten gekostet, wie auch immer. Yes, Kraftprobe, immerhin irgendwas. So, dann hauen wir erstmal das Holzschwert zu Klump und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so verbraten können. Ich meine, der gibt im besten Fall 2 weitere Waffen. Ja. So langsam wird unser Inventar wieder voll. So, die Meisteraxt brauchen wir eigentlich auch nur zum Bäume fällen. Das hatte ich jetzt in der nächsten Zeit nicht mehr vor. Ach ja, ich habe euch gar nicht gesagt, dass wir über 80 Holzdinger haben. Hier, wie heißen diese Holzscheite oder so ähnlich? Also hier diese. Mann, womit wir Lagerfeuer machen. Deswegen werde ich diese Axt jetzt einfach mal einsetzen und verbrauchen. Gucken, ob ich das nochmal geblockt bekomme. Oh. Nicht notwendig. Gar nicht mal so schlecht. Besser nicht. Oh, das wird jetzt sehr eng. Das war nicht geplant. Eigentlich wollte ich ausweichen. Egal, dann kann ich ihm noch mal eine reinhauen. Aua. Warum mache ich das immer? Naja, Wächteraxt plus und Wächterschwert plus. Sehr schöne Waffen, die man immer mal mitnehmen kann. Aber ich glaube, unser Equipment besteht jetzt zu 60% aus diesen Wächterwaffen. Naja. Was soll's? Ist immer gut, welche dabei zu haben. Gegen Wächter machen die nämlich nochmal mehr Schaden. Und vor allem kriegt man damit die Wächterbeine One-Hit kaputt gehauen von den Laufenden. Ein Saphir, das ist doch mal schön. Du hast die Prüfung gemeistert. Du bist ein heftiger Held. Das ist wahr. So, damit wäre ein Schrein, den ich nicht mal machen wollte, abgeschlossen. 3 oder 4 weitere Folgen noch. Ja. Aber gut, kein Problem. Dafür habe ich mir das Travel-Medaillon gelegt. Damit wir schneller zu der Stelle wieder zurückkommen, von der wir eigentlich was tun wollten.
Ich glaube, wir machen zuerst den mit dem Kreisel. Rutschig, rutschig, tralalala. Gar nicht mal so schlecht. Obwohl, ich glaube, das ist nicht so gut, wenn wir hier lang. Wegen dem Klettern gerade. Stimmt, das Wetter sehe ich auch nicht mehr. Aber ist egal. Oh, du. Autsch. Hey, das tat ja weh. Hier spürst du die Macht des Bogens deiner Boys. Wow, dass du mir zweimal diese Chance gibst. Ach, Mist. Naja, dann nehmen wir einen der Bogen, die wir schon die ganze Zeit verwenden. Ist die Klinge jetzt runtergeflogen? Ja, da renne ich jetzt nicht hinterher, das ist mir zu blöd. So, 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 so. Oh, noch ein Krog. Obwohl, wisst ihr was? Ich lasse die Krogs jetzt sein. Wir haben so viel Taschenspace, das reicht mir locker. Sagte er. Und holt sich noch einen. Aber nur weil man den mit Schildsurfen holen kann. Das ist interessant, der führt einen zu dem anderen. Hier sieht man nämlich jetzt die Kugel. Hier wollte ich sowieso hin. Das war sehr praktisch. Jahaha. Anja. Okay, hallo. So, die Kugel schnappe ich mir jetzt. Und dann müssen wir da hinten hin. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir schmeißen die Kugel dahin. So. Na, ja, ganz toll, ist es hier windig oder was? So wie es scheint, ja. Na, klasse. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Dann werden wir jetzt das Stasis-Modul verwenden. Ja, mit welcher Waffe kloppen wir da jetzt drauf rum? Natürlich mit dem Master Sword.
Jetzt haben wir sie ganz weit da hinten hingebracht. Können uns selbst jetzt in die Richtung aufmachen. Ich bin mir sehr sicher, dass es sogar hier zwischen irgendwo einen Weg gab, den man gehen konnte. Sieht mir aus wie da hinten. Ja, die sollen sich alle mal aufregen. Aua. Das schmerzt. So. Haben wir das auch geschafft? Das ist eine der Sachen, die kann richtig, richtig Zeit in Anspruch nehmen. Weil, sollten die Gegner einen zum Beispiel treffen, diese großen Skelettleute. Wenn die dich treffen sollten, während du die Kugel trägst, lässt du die Kugel fallen und wenn ein zweiter kommt und die Kugel nimmt und einfach in eine ganz andere Richtung schmeißt, dann musst du die erst wieder da rausholen und es kann die Hölle sein, wenn man das hier nicht gut hinbekommt. Da bin ich echt froh, dass es mir diesmal erspart geblieben ist. Es ist auch ganz schön, ein gewisses Wissen zu haben, wie manche Quests am besten gemacht werden sollten oder wo kleinere Tipps und Tricks versteckt sind. Dass einem sowas gar nicht erst groß passiert. Noch ein Riesenkern. Meine Fresse, das müsste ja schon mein vierter sein. Fünfter sogar schon. Das wird ja mal richtig schön, wenn wir da hinterher mal mit shoppen gehen. Yay! Okay, damit ist dein Dienst erfüllt. Jetzt holen wir uns den zweiten Schrein, der in der Nähe vom Travel Medallion war. Und dann gucken wir mal, wie wir zu dem zum Wasserfall, also der da an dem Wasserfall war, wie wir da hinkommen am besten. So, den kann ich jetzt löschen. Und dann schauen wir einfach mal. Hinten geht der Mond auf, das ist aber der normale Mond zum Glück. So, ich glaube, das war da. Oh, hier hätte ich wieder das Bombending ausprobieren können, fällt mir gerade auf. Aber hey, was soll's? Verzieh dich da bloß. So, den Trüffel habe ich gefunden. Da oben ist noch ein Krog, den könnte ich mitnehmen. Da ist so eine gelbe Pflanze, seht ihr die? Aber ich persönlich... bin nur hier drauf erpicht. So, Kamu-Schrein. Den möchte ich machen. Dum, 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 dum. Aufstieg und Fall. Aha. Okay.
war jetzt ziemlich blöd. So, möchte ich das da runterkicken? Obwohl, nee. Das kann man ja auch von hier machen. Ist ja kein Problem. Den hier will ich haben, weil hier ist was ganz Besonderes drin. Ein Diamant. Mein Waldschild zerbricht gleich. Ich glaube, der ist nur durch Schildsurfen und sowas überhaupt angeschlagen. Schildsurfen und drauf rumspringen. Perfekt. Ja, ja, der Dienst ist erfüllt. Minustemperaturen. Ja, Zutaten rösten. Interessant, dass sie das Pendant zu frieren direkt danach zeigen. Warten, falls man eine gute Uhrzeit braucht. So, als nächstes wollte ich hier hin. Aber mir fällt gerade ein, dass hier auch noch einer ist. Das heißt, wir holen den roten zuerst und gehen dann. Kommen wir denn am schönsten hier hin? Wir könnten von der Ranell-Spitze hier runter und den Leunen bekämpfen und dann hier rüberlaufen. Das ist doch mal schön. Also gehen wir zuerst zu Varuta. Machen dann den Schrein. Und dann nur noch fliegen, Leunen bekämpfen und dann ist der Part eigentlich auch schon fast zu Ende. Kommt ganz gut hin von der Zeiteinteilung. So, wo muss ich lang? Hier lang. Ach, es gibt hier noch eine Sidequest bei den Soras, wo man alle diese blauen Steintafeln und Inschriften lesen muss. Das habe ich noch nie gemacht. Jetzt gibt es gleich noch einen saftigen Gegenwind, weil man eigentlich nicht darüber fliegen soll. Man schafft das trotzdem. So, jetzt hört er nämlich schon auf und man hat noch mehr als genug Höhe, um hier einfach zu landen. Rokumar-Schrein. Die fünf Flammen. Ah. Ich verstehe. Okay. Als allererstes möchte ich dass dieses Teil unten ist. So, dann da noch eine, aber die war schon an. Und das war's. Man könnte es auch ohne Feuerpfeile schaffen, aber nö. Einfach nö. Hinten im Dungeon sind, glaube ich, oben auf so schwebenden Plattformen noch ein, zwei extra Kisten mit irgendwelchen Dingen drin, aber ich meine, es war nicht relevant genug.
hier wollte ich auch noch hin. Kann ich auch von der Ranelspitze aus machen. Stimmt. Oh, was machen wir denn da? Ich glaube, dann machen wir unseren Plan ein bisschen anders. Dann werden wir zweimal zur Ranelspitze fliegen. Einmal machen wir den oberen. Ich glaube, das wird. Ja, es wird eng, das in diesem Part noch zu schaffen. Den Schrein können wir auf keinen Fall mehr machen. Auch wenn es nur reingehen und Belohnung rausholen ist. Okay. Das versuchen wir gleich nochmal, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Okay, ich glaube, das habe ich leicht versemmelt. Ist aber kein Problem, das können wir von hier nochmal versuchen. Ist das Gute, dass das hier so gebirgig ist. Da hat man ganz viele Chancen auf sowas. Yes, das sah doch mal sehr gut aus. Oh mein Gott, ich bin schon da. Meine Fresse, das ist so geil. Das macht so viel mehr Bock als normal. Selbst wenn man es ein, zweimal verkackt. Das lohnt sich extrem. So, jetzt wollen wir schnell einen Leunen verprügeln. Dafür ziehen wir unser Damage-Set an. Und rüsten unsere stärkste Waffe für den Anfang aus. Das wäre diese hier. So, dann gehen wir auf eine andere Waffe, beispielsweise so eine Lanze hier. Okay, Daruks Schirm ist kaputt, darauf muss ich jetzt achten. Wow, das war verdammt knapp. Das war ziemlich cooles Timing. Lass mal kurz schauen, welche Waffe wir noch nicht. Okay. Hey, mein Waldschild. Naja, gut, sollte jetzt sowieso gleich vorbei sein. Ja, gut, jetzt aber. Okay, das war gut. Dreierbogen ist okay. 44er Schild ist auch okay. Gut, Leuen verwertet. Jetzt gehen wir Richtung Gelb. Das wäre dahin. 5 Minuten für den Part noch. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich denke, wir werden vor dem Rätsel einen Cut machen. Aber wir schaffen es auf jeden Fall noch bis dahin. Oh, Trüffel. Okay, den kannte ich nicht. Noch nie zuvor gesehen.
Ich höre einen Hinox. Ist nicht wahr. Wollen wir den auch noch mal schnell runterbürsten? Ich meine, wo wir gerade hier sind. Kannst du ruhig die Hand vors Auge halten. Das bringt dir auch nichts mehr. Eine 13er Waffe. Können wir eigentlich auch kicken. Dann nehmen wir einfach... diese Sachen hier. Und machen uns auf den Weg hier zu Gelb. Ich meine, hier war das nämlich. Ja, hier war das. Und das machen wir als nächstes. So, was wir hier tun müssen ist Erze, die wir finden, mitzunehmen. Aber das ist nur Semi-Aufgabe. Rüstungskrabbe, andere Krabben. Krabben, Krabben, Krabben. Also was wir hier tun müssen ist, diese Steinmonumente kaputt zu schießen, damit der Wind passend fließen kann. Fließt Wind überhaupt? Er strömt, ne? Ach, wie auch immer. Ich weiß aber nicht, wie viele das sind. So, jetzt strömt von hier der Wind noch dazu. Ich glaube, das war's jetzt schon, ne? Ja, das war's jetzt schon. Das ist der Windstrom. Ah, jetzt wird auch das Podest erst aktiv. Ja, ich verstehe. Ah, es regnet. Ja gut, wenn was passiert, dann muss es ja passieren. Ah, wahrscheinlich ist das wieder so ein Ding, wo man sich überhaupt nicht hätte anstrengen müssen, weil es auch von hier geht. Dreck. Okay, das machen wir im nächsten Part. Verdammt nochmal. Eigentlich muss man da jetzt rüberfliegen. Ich mache meistens von oben einen Sprung in diesen Windstrom rein und dann lasse ich mich rübergleiten. Aber naja, sehen wir im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Und tschüss.